Dann haben wir da wenigstens eine Auffahrt. Die ist zwar ein bisschen relativ groß geworden und hat auch, ist überhaupt kein bisschen riskant oder so. Ist kein 45-Grad-Knick. Aber na gut, hey, was soll's. Wobei die Kombi eigentlich aus beidem davon gar nicht mal so schlecht war. Also, muss man schon mal sagen. Was ist denn das hier? Ach Gottchen, ein Wald ist abgebrannt. Das ist aber... Das ist nicht gut. Und hier, schaut euch das mal an, was hier los ist, ey. Das sind alles Waren, die rausgehen müssen. Das ist alles bares Geld, vor allem. Also den Industriekomplex werden wir auf jeden Fall umstrukturieren müssen. Weil, oh, oh Gott, der Import. Moment, das müssen wir anders machen, weil... Der Import, das sehe ich jetzt schon, das wird schon wieder eine reine Katastrophe. Haut das physikalisch eigentlich so hin? Ja, ist ja gut. Das dürfte eigentlich so hinhauen. Aber ich werde vielleicht mal den letzten Teilabschnitt, werde ich vielleicht nochmal wegreißen. So, dass wir dann rein theoretisch auch wieder... So. Jetzt haben wir das so, wie ich das haben wollte, weil dann können wir den ganzen Import nämlich umleiten. So, da kommen schon die ersten drauf, dass man da auch hinfahren kann. So, jetzt haben wir einen richtig schönen großen Autobahnpark, kann man ja sagen. Und um Gottes Willen. Und diese Straße müssen wir unbedingt ausbessern. Für diesen Typ gibt es keine Verbesserungsvorschläge. Echt jetzt? Ist das euer Ernst? Okay. Da hier unten ja eh immer extremste Brandgefahr ist. Kann man ja da so, dann haben die wenigstens nur eine eigene Feuerwehr, falls mal es brennen sollte, und das wird definitiv oft vorkommen. Ja, dann kann man ja immerhin was damit anfangen mit der Feuerwehr. Müll? Wie steht... Ach, du Heiliger! Müllverbrennungsanlage, Müllwagenkapazität 27, Verarbeitungsleistung 48.000 pro Woche, Ausgangsleistung 12 Megawatt. Strom? Strom wird nämlich auch wieder knapp, das heißt, es wäre echt angebracht. Oh, die Dinger sind aber scheiße teuer. Das ist das einzige Problem an der ganzen Sache. So. Das staut sich so brutal. Das ist ja übel. Okay.
Ah. Oh Gott, ist das mies. Ja. Große Kleinstadt haben wir erreicht. Einzigartige Gebäude und Zug. Das ist ganz wichtig. Und Wasserkraftwerk, Güterzugbahnhof und so weiter und so fort kriegen wir erst ab 8000. Die Frage ist... Das Planquadrat. Was nehmen wir? Hier haben wir eine ganze Menge Öl. Aber Industrie wird momentan nicht gefragt. Was tun? Also rein theoretisch... wäre es sehr sinnvoll, was ist denn das hier? Überfluss an Agrarrohstoffen. Ja gut, ja, das kostet mich 11.900. 11.900 kostet mich das Ganze. Aua, aua, aua. Oh, wir sind im Minus. Wieso das denn? Wir sind im Minus und... oh Gott, was ist hier los? Alter, kein Wasser. Was ist da los? Wasserprobleme, Müllprobleme, Strom, so jetzt. Was war denn hier los? Ein Riesenproblem mit dem Müll haben wir auf jeden Fall. Aber können wir machen. Vor allem mehr Leute. Ah ja, stimmt. Stromkapazität. Ach ja, jetzt weiß ich warum. Weil schlauerweise. Ich natürlich wieder nicht bedacht habe. Das hörte sich so an, als ob hier irgendjemand krepiert. Da. So von. Warte mal, hier ist ja auch noch eine Wasserpumpe. Das heißt, wir können rein theoretisch hier unten mal ein Rohr verlegen. Hö, er hat Rohr verlegen gesagt. Ja, ich weiß, ich bin heute wieder extrem witzig. So. Und die Stromprobleme sollten sich jetzt eigentlich gelegt haben. Haben sie allerdings nicht. Liegt daran, dass der Scheißstrom wieder mal nicht ankommt. Okay, warte, dann machen wir eine Hauptleitung. Was ist denn hier los? Wieso? Weshalb? Warum? Wenn ich frage, vielleicht dumm. Okay. Das Einzige, was wir jetzt machen können, ist in den Strom zu investieren. Um noch ein bisschen mehr Geld rauszuschaffen. So, dass die Stromprobleme sich dann wieder neutralisieren. Ja, das tun sie erstmal für einen Moment, aber das ist natürlich noch keine
dauerhafte Lösung. Dann müssen wir jetzt noch ein kleines Momentchen warten, dass wir ein weiteres Kohlekraftwerk kriegen. Am besten wird natürlich ein Ölkraftwerk. Dann können wir natürlich gleich hier an der Quelle. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ist doch alles connected. Wieso haben die denn jetzt schon wieder keinen Strom? Das ist doch. Also, manchmal, das ist ja. Weißt du, dann bauen wir das halt einfach so. So. Kriegt dann eine alternative Stromleitung. Ach, ein Kohlekraftwerk. Na, Gott sei Dank. Gott sei Dank. So. Ah. So. Jetzt dürften sich wirklich die ganzen Stromprobleme wieder lösen. Ist das jetzt eigentlich ein Bug oder warum? Warum zur Hölle haben die denn keinen Strom? Moment mal. Scheiß die jetzt einmal mal weg. Ja, ich weiß, ihr habt keinen Strom, das ist mir schon klar. Kriegt ihr aber gleich. So. Inaktiv. Wieso ist die Leitung inaktiv? So. Hat keiner Strom. Niemand. Nada. Niente. Die hatten jetzt kurzzeitig Strom, jetzt haben sie wieder keinen Strom. Irgendwas ist hier faul. Ach, jetzt weiß ich auch warum. Ach, Mensch. Durch das alles. Haben sich lustigerweise. Ort ist bereits belegt. Wann das denn? Ort ist bereits belegt. Ach so, ja. Hm. Nee, Moment, dann machen wir das anders. Das war jetzt natürlich sehr, sehr unklug. Von mir. So. Bauen wir einfach die hier hinten rum. So. Und dann dürfte das jetzt rein theoretisch wieder funktionieren. So. Ach, und schon mal einer an. Da oben haben sich die Probleme gerade wie von selbst gelöst. Müll. Müll. Ja, überall Müll. Wir haben zwei. Ja, toll. Die Feuer. Das ist irgendwie auch so ganz komisch. Es gibt keine Priorisierung von solchen Fahrzeugen. Also von Feuerwehr, Krankenwagen und so weiter und so fort. Da gibt es keine Priorisierung davon, sondern die bleiben einfach hinter einigen Fahrzeugen stehen. Und das ist eigentlich so irgendwie so ein Ding der Unmöglichkeit.
Bestes Beispiel hier. Wieso? Warum bleibt denn der stehen? Da könnte eigentlich rein theoretisch. Ja, jetzt kommt der nächste. So. Da ist ein Krankenwagen. Da hat sich ja anscheinend irgendjemand. Shirley Dixon. So. Warum zur Hölle. Naja. SimCity. Meine Fresse, das habe ich schon wieder gesagt. City Skylines hat so ein bisschen seine eigene Logik. Ein funktionierendes Stromnetz. Jetzt erzählt mir nicht, das Stromnetz funktioniert schon wieder nicht. So. Doch, klar, es funktioniert doch. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Jetzt haben alle Strom, alles super, alles. Ein Gebäude ist abgebrannt. Oh hey, welch Wunder. So, wir benötigen einen neuen Wohnraum. Die Frage ist, wo packen wir den hin? Vielleicht, naja, direkt an der Autobahn ist auch doof. Das ist ja doof. Eigentlich. So, ne? Ich verstehe echt nicht. Wenn die... Wisst ihr was? Ich mache das mal anders. Ich probiere jetzt mal was. Und zwar... Moment, erstmal pausieren. Und zwar nehmen wir dann eine Straße. Wir hätten da jetzt natürlich eine große Straße. So. Eine sechsspurige Einbahnstraße. So. Die bauen wir anstelle von der hier. So. Das heißt. Moment. Das schicke ich jetzt nicht wirklich. Ey. Hör auf damit. So. Hier geht es nur raus. So. Okay, das ist wahrscheinlich jetzt noch ein Fehler in der Anzeige. So, dass die hier alle umgeleitet werden. Aber zur Not. Halt, Moment. Nee, das machen wir nicht. Doch, wir können doch eigentlich. Rein theoretisch können wir doch. Funktioniert das nicht? Moment. Machen wir anders. So. So. Dann könnt ihr jetzt schön einmal im Kreis fahren. Also hier wieder rauf, schön rum. Und dann können sie hier lang fahren. So, meine Fresse. Haben wir das Verkehrschaos hier nämlich endlich beseitigt. So, und bevor ich es jetzt wieder vergesse, natürlich wieder, ne? Natürlich klar. So. Natürlich wieder Strom. Wäre natürlich scheiße, wenn es nicht so wäre.
So, da sieht man, wie sie jetzt alle versuchen, sich links einzuordnen, weil sie raffen, die können da nicht mehr lang. Und oh Himmel, ist das hier ein Chaos. Moment. Hier geht das eigentlich. Ja, egal. So, jetzt sieht man nämlich eigentlich auch, dass die Richtung Stadt wollen, jetzt nämlich auch da lang fahren. Das ist toll. Ja, dass es sich hier staut, das ist mir total klar. Das ist... Was war denn das für eine Aktion? Alter! Alter! Das ist heftig. Das nenne ich mal Stau Deluxe, Alter. Moment. Keine Verbesserung auf diesen Typ möglich. Keine Verbesserung in diesem Ort möglich. Ja, warum wohl? Moment. Abknicken, umschalten. Okay. Halten wir mal an. Schleißen wir ab. Die reißen. Ja, möchte ich. Ist ja okay. Ich baue ja gleich eine neue. Moment. Ganz ruhig. Keine Panik auf die Titanic, ja? Chillen wir mal. Ganz ruhig, ja? Weil wegen. Ist ja kein Weltuntergang hier. Das Problem ist, ich müsste die Feuerwache rein theoretisch auch weghauen. Aber das ist so schlimm. Die kann ich dann gleich woanders wieder hinbauen. So. Moment, was hatten wir jetzt gesagt? Oberschule. Kommt wieder an ihren gewohnten Platz. Gleiches gilt für die Feuerwehr. Die kriegt auch wieder ihren gewohnten Platz. Hier kann ich das leider nicht umbauen, da ganz einfach ne? Und so. Hier will ich keine Doppelstraßen hinbauen, weil das ist einfach Wohngebiet und in Wohngebiet mag ich das nicht, wenn da irgendwie so, was weiß ich. Oh je. Parkplatzsuche ist immer was Schönes. Und der Müll. Wir haben wieder Müllberge. Ja, bessere Straßenverbindung für die Problemgebiete. Das Schöne ist ja... Ach, da oben. Jetzt weiß ich auch warum, weil die bestimmt voll ist. Die ist ganz bestimmt voll. Moment. Das haben wir gleich. Haben wir gleich. Sag ich doch, voll. So. Entleerung. Die werden jetzt vielleicht... Ach, verdammt, ja, stimmt ja. Nicht, dass es ja gleich wieder zu Stromausfällen kommt. Voll.